Hallo Leute und herzlich willkommen zu King of Retail. So, jetzt ist es besser. Ja, wie gesagt, ich wollte gerade nochmal Hallo Leute sagen. Wir gehen erstmal in den Laden. Leute, heute geht es wieder ein bisschen weiter mit King of Retail. Kam ja in letzter Zeit ein bisschen, ja, zu kurz würde ich jetzt nicht sagen, aber ein bisschen wenig zum Teil. Gerade in letzter Zeit so ein bisschen, aber egal. Hier passt es jetzt wieder. Wir haben ja auch hier alles eingestellt, soweit, alles eingeräumt. Hier können wir noch kurz die Regale hinzufügen, merke ich gerade. Und dann können wir, ja, wir sollten ja gleich Post bekommen, beziehungsweise Pakete, genau, hi, ne? Und der wird uns neue Ware liefern, die wir dort einräumen können. Und ja, ich würde sagen, wir fangen dann hier gleich an mit Auspacken. Die Leute sollten eigentlich ihren Job schon alle haben. Also ihren Job halt, ihre Beschäftigung. Ja, guck, Neil hilft ja auch schon fleißig mit. Genau, hier Ketchup haben wir neu bestellt und diese Salatsoßen, glaube ich. Mehr haben wir aber, glaube ich, nicht neu bestellt. Ich weiß nicht mehr, die letzte Aufnahme ist schon ein bisschen her. Okay, der Typ bringt auch gleich nochmal die Waren, die er nicht abliefern konnte, alles. Genau, Neil kann hier dann noch der Rest aufräumen, so ein bisschen. Er macht die Scheißarbeit. Ich ordne hier erstmal neue Dings zu. Neue, was hatten wir denn hier? Dosen ja eigentlich, ne? Dann diese drei kommen hier. Lass den Neil hier mal aufräumen oder einräumen. Dann hatten wir noch das Ketchup, beziehungsweise auch die Mayo und das, keine Ahnung was. Genau, und da machen wir eine Pause. Stimmt, das haben wir jetzt auch eingestellt, die immer schichtweise arbeiten. Den ist, glaube ich, noch am Auspacken, oder? Wir sind gerade, ist Ole und Julius. Die sind eigentlich gerade am Leute bedienen. Oh Gott. Ja, deswegen ist Leute bedienen, bin ich komplett scheiße. Das lasse ich wirklich, überlasse ich wirklich besser denen. Alter, guck mal, das hier geht ja übel weg. Keine Ahnung, was das ist, aber es geht übel weg. Guck mal, das Fleisch ist fast alles überall weg. Die haben übel, außer wieder das Graue, irgendwie, das mögen die scheinbar nicht. Aber sonst kommt alles eigentlich voll gut weg, ne? Ich bin überrascht, ey. Gott, es sind zu wenig Kassen zur Verfügung, oder was? Nee, okay. Warte mal, ich stelle mich hier schon mal ready. Ah, nee, Dario ist da hinten. Nee, hä? Naja, noch sind sehr genug Kassen, von daher, da müssen wir uns erstmal noch nicht sorgen. Alter, hier ist schon wieder leer, okay. Doch. Scheiße. Ja, ich komme gleich. Oder was füllt denn der so lange auf, ey? Oder wie lange hat Carolina noch Pause? Bis um 2. Ja, nee, komm, das geht noch. Weiß gerade nicht, sollen wir hier noch? Wieso steht denn die so komisch vor? Hier müssen wir noch eine zurückschieben. Okay, ich baue jetzt hier mal noch eine neue Regalreihe, um. Ja. Oh, einfach damit wir mehr Platz haben. Beziehungsweise wir haben ja nicht mehr Farbe. Mehr Farbe, Alter. Mehr Platz, sondern. Aber mehr Regale. So, das genau. Da können wir jetzt nochmal drei neue Artikel bestellen. Guck ich mal, was gibt's denn da noch so? Wir könnten hier noch diese Cornflakes da reinpacken, oder? Dann könnten wir hier nochmal so ein bisschen andere Sorte, die hier zum Beispiel noch. Dann noch die hier, dann haben wir alle Cornflakes-Sorten, die es, glaube ich, gibt. Stimmt, Kaffee wollten wir auch mal noch aufstellen, aber oh, Chips wären auch geil. Aber egal, wir müssen jetzt erstmal warten, weil sonst haben wir dann kein Geld mehr. Okay, Jumbas ist jetzt nur noch jemand. Ah, stimmt, genau. Am Schluss ist ja immer noch jemand an der Kasse, weil die andere, die Lilly, die muss irgendwie immer früher nach Hause, weil die sonst einen Burnout kriegt. Was ist denn mit dieser Wand passiert hier, Alter? Wieso ist die so anders farbig, hä? Also so eine andere Musterung halt. Ganz komisch, Alter. Okay, wir verkaufen hier auf jeden Fall noch gut hier zum Schluss. Ich mache hier mal ein bisschen Turbo rein. So, alles verkauft. Stellen hier die Ampel. Ne, die, also, ja, diese kleine Ampel so auf gelb, ja. Ist eh schon vorbei. Hier hinter der Fleischreihe würde ich dann eine neue Reihe anfangen mit irgendwie eben eigentlich diesen Lebensmittel hier. Aber das sehen wir ja morgen dann. Keine neuen E-Mails. Gibt es neue Mitarbeiter? Nee, wir entfernen die mal alle. Weil wie gesagt, ich will nur noch Leute jetzt ab jetzt einstellen, die auch YouTuber sind. Alter, ich hatte gerade übel, ich kann nicht mehr reden. Ich habe gerade übel Blackout. Ja, ich, genau. Können wir die hier erstmal verschieben? Hier so nach hinten. Alter. Sieht einfach aus, wie wenn, oh Gott, wie wenn hier gar keine Kante wäre. Crazy. So, erstmal reparieren wir diese Wand hier hinten, weil die ist ja irgendwie so komisch orange jetzt, so. Und machen wir diese Wand hier auf jeden Fall auch mal noch. Das Ding ist, dass hier hinten werden sie nie finden irgendwie. Habe ich so das Gefühl. Stimmt, ich könnte Neil mal helfen, hinten im Lager. Ah, der ist schon alt, ja. Der gibt aber Gas. Dann können wir den auch neue Gemüsedings kaufen. Aber für was, für das haben wir wahrscheinlich noch zu wenig Geld. Also guck mal, das hier ging wieder mega weg. Oder was macht Neil? Irgendwie haben wir gar keinen Artikel. Ich habe auch keine nachbestellt. Scheiße, Mann. Nein, die sind. Oh. Bestellverlauf. Ich bestell mal das nach, was ich vor 2 Tagen bestellt hatte.
Ich habe nicht mal genug Geld. Oh mein Gott. Scheiße, was ist das denn? Das ist jetzt kritisch. Wobei, wir machen das jetzt mal so. Wir lassen jetzt mal den ganzen Laden leer kaufen. Wir bestellen jetzt mal nichts Neues mehr. Also außer jetzt halt das, was wir noch bestellt haben, räumen wir jetzt hier noch kurz ein. Aber sonst bestellen wir nichts Neues. Und dann, ja, können wir vor allem, ich habe schon wieder, ich bin komplett am Arsch, Alter. Dann können wir auf jeden Fall alles nochmal neu bestellen, damit wir immer je 10 Stück haben. Das heißt 5 an Lager und meistens dann auch 5 eben ausgestellt. Genau, dann ist das so ein bisschen der Norm, sag ich mal. Da können wir das mal einleiten. Finde ich gut. Okay, die brauchen jetzt alle Hilfe. Ich restocke mal alles. Warte mal, ich kann ja ganz kurz gucken. Was haben wir überhaupt noch? Darin? Nee, auf jeden Fall gucken wir ganz alle. Wir haben ja eigentlich noch voll viel im Lager, ne? Warte mal, jetzt hatte ich gerade meine Kamera gemacht. Alter, der ist fast runtergefallen. Hä, wieso hat die sich jetzt einfach ausgeschalten? Hä, der vollen Akku? Der hat auch gerade ausgeschalten. Ja, okay, Leute, dann seht ihr halt den Rest des Tages ohne Kamera. Hä, das ist gerade mega komisch. Hä? Was ist das denn? Naja, okay, Leute, dann tut's mir aber jetzt leid. Hä? Wieso geht denn das jetzt? Wieso? Hä? Verstehe nicht, wieso das die Kamera nicht mehr geht, Alter. Oder sie geht ja schon noch, aber wieso, dass die gerade einfach aufgehört hat zu filmen? Die hat sich einfach gerade von selbst beendet irgendwie. Hat einfach irgendwie gar keinen Bock mehr. Hä? Oh, lol, die hatte. Hä, wer ist denn hier einfach weggelaufen? Hä, wer war das denn? Ach so, wahrscheinlich Carolina, ne, die gerade in die Pause gegangen ist. Super. Wieso ist Carolina jetzt hier hinten, hä? Macht ja gar keinen Sinn, Alter. Nee, gerade nicht. Lol, ich habe gerade rausgefunden. Guck mal, wir können das einfach aus der Ego-Perspektive spielen, aber dann sind wir kein Spieler mehr. Hä, aber lol. Okay, also wir spielen so, aber trotzdem. Crazy. Okay, auf jeden Fall ist jetzt auch Feierabend. Wir machen weiter mal ganz kurz. Wenn hier jetzt alle durch sind. Genau, danke. Auf jeden Fall, also ist alles gut weggekommen, ne? Hier ist auch aufgefüllt. Die Äpfel sind scheinbar irgendwie gar nicht lecker. Oder irgendwie so. Man muss auch sagen, die liegen schon seit 2 Jahren hier im Lager rum. Hier, das ganze Zeugs geht jetzt auch nicht so crazy weg. Naja. Ja, ja, aber doch, es hat eigentlich gut geräumt. Alter. Lol. Okay, wie gesagt, wir bestellen noch nichts groß nach jetzt. Wir warten. Und ist hier... Oh Mann, Alter. Oh, das kann doch nicht wahr sein, dass wir hier nie einen freaking YouTuber bekommen. Och Mann. Dafür, um den Frust loszuwerden, kaufen wir uns hier nochmal eine Erweiterung. Bam. So. Leute, wenn es euch jetzt gefallen hat, dann lasst doch ein Abo und ein Like da. Und ansonsten würde ich sagen, war es mit dieser Folge King of Retail. Drückt die Daumen, dass wir in den nächsten Folgen den ersten YouTuber einstellen können. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüssi.